Kostet zwar ein bisschen, aber jetzt gehen wir auf Natur für den Rest der Bevölkerung. Das Ding ist, wie viele Parks setzt man wieder? Ich weiß noch, dass ich damals einfach alles mit Parks zugeballert habe. Das war scheiße. Aber trotzdem würde ich sagen. Nee, da wird dann ausgebaut. Haben die hier halt keinen? Erstmal. So, dann habe ich noch nicht den Overload hier. Gewerbegebiete brauchen ja keine Parks, oder doch? Nee, brauchen Sie nicht. Lass ich weg. Dann haben wir jetzt erstmal die ersten hier Parks. So ein paar rote Gesichter. Warum so viele rote? Was stört euch? Oh, ich kann noch ein Upgrade machen. Du auch Ich schon beim auch. Rathaus? Ja. Okay. Oder? Kann ich? Update verfügbar. Upgrade. Okay, was soll ich bauen, was baust du? Mach du Bildung, ich Okay. mache Sicherheit. Alles klar. Oh, das geht Wo schnell bin ich das voran denn? hier. Ach da. Oh, nee, das war. Na, egal. Oh, die ersten bauen bei mir um durch die Parks. Nice. Aber es kommen so ein paar rote Gesichter. Aber warum? Strom ist noch im Überschuss. Ah, Gebäude ohne Strom. Ich sollte vielleicht zwei anbauen. Ich habe genug Geld. Aber wie sollen wir denn jetzt den Kriminalitäts irgendwie so. Oh nein, jetzt sag nicht, dass der Strom. Fuck, 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 fuck. Tausende Probleme. Zur Not drück Stopp. Da kannst du erstmal alles fixen. Und wenn das dann alles anläuft, geht's weiter. Oh, mein Park läuft dann auch hier ins Leere. Hier oben rechts ist dann noch Puffer. Hier weiß ich nicht, ob ich hier was hinbaue. Hier könnte dann ein Bahnhof auf Perspektive hin. Da fahren Züge und wieder zurück. Na, ist okay. Ja, Strom habe ich wieder. Wasser. Müsste gehen. Ich habe zwei Wassertürme da. Weil hier die Pumpstation, siehst du, das ist dann zwar teuer, aber das ist so ein Fall für hier oben rechts. Da kommt dann mal eine Straße hin. So, Polizei. Jetzt habe ich Feuerwehr, Krankenhaus. Jetzt muss die Polizeiwache her. Genau. Wo machen wir das hin? Hier, würde ich sagen. So wie das Krankenhaus genau in der Mitte. 30.000 kostet die. Brauchst du halt, ne? Ich würde sagen, ich denke mal, so kann man das Spiel so ein bisschen austricksen, dass wir uns einfach gegenseitig alle Fahrzeuge auch zur Verfügung stellen. Weißt du? Und ich behaupte einfach mal, dass das dann ja, einfach besser ist. Aber wie viel kosten die hier? Alter, das geht natürlich auch auf die Preise pro Stunde hier. Aber braucht man halt. Meckern schon wieder über Strom. Also es sind immer mal ein paar rote Smileys. Oh, hier war ein Verbrecher. Sieht man den hier noch irgendwo? Kann man nicht irgendwie zugucken? Da ist auf jeden Fall die Polizei gekommen. Schlechter Zuggangster, jawohl. Was will sie eigentlich? Mit dir fahren wir statt. Ja, das weiß ich, danke. Okay, Polizei ist da. Vergangene Verbrechen pro Tag 1, das ist gut. Tote pro Tag durch Krankheit 6, okay, das ist ein bisschen viel. Niedergebrannte Beute keins, okay, das läuft. Aber Krankenhaus, das war früher schon mal das Problem. Irgendwann muss auch die Klinik dann kommen. Direkt nochmal draufgesetzt hier, immer noch 8.300 pro Stunde plus. Das ist auf jeden Fall gut. Kann es vorangehen. Mir kennt Wie immer viele noch über Einwohner hast du Strom. momentan? 17.800 und du? 17.600. Ich gehe mal per Doppelklick nur auf deine Stadt. Mal zu gucken, was sich so getan hat. Kann man noch ein bisschen ranzoomen? Nee. Oh, hast du aber echt auf kleinem Raum, ne? Da sieht man, wie großzügig ich gebaut habe. Wobei, du hast da oben ja auch den Berg. Du musst ja sogar so bauen, ne? Ja, ich merke auch gerade, dass dieser, also dass die, ich meine, es gibt ja Maps, die sind richtig dumm mit den Bergen. Und ich finde, hier geht es. Das Problem ist halt, der eine Berg nimmt halt doch irgendwie schon ein bisschen Platz weg. Ja. Oh, warte mal, wie macht man das? Das ist jetzt interessant. Arbeitslose Sims pendeln zwischen den Städten hin und her, um Arbeitsplätze zu finden. Im Arbeitermenü können Sie sehen, wie viele Sims pendeln müssen und in welche Richtung sie sich bewegen. Klicken Sie auf Schalter im Arbeitermenü. Okay. Was ist das hier? Berater für Arbeitnehmer. Pflanzverbot hat freie Arbeitsplätze für die untere Einkommensschicht. Nutzen Sie die Wand der Region. Okay, die Wand der Region. Unsere Nachbarn, um die Ausweisung weiterer Wohngebiete für die untere Einkommensschicht zu bitten. Okay. Die unterschiedlichen Berater, wie etwa der Berater für Arbeitnehmer, halten von Zeit zu Zeit immer wieder Tipps für Sie bereit. Sehen wir uns einmal die Ladenbesuche an. Kriegen Sie auch Schaltfläche Ladenbesuche. Ja, okay, jetzt geht er halt alles durch.
Was? Wo soll ich denn da draufklicken? Hier? Ah ja, Panel des Sims. Schülerstände schreibt. Okay. Okay. So, ich würde jetzt mal sagen. Ich kann dir jetzt was zur Verfügung stellen. Kriege ich dafür Geld? Ja, aber das blinkt hier alles so, als wenn ich dir das. Was steht da? Ja, sagt gar nichts. Wenn du das brauchst, sagst Bescheid, ich habe jetzt alles. Ja. Aber brauche ich momentan eher nicht. Jo. Ah. Ja, jetzt kann das Scheffeln beginnen, fast 9000 pro Stunde. So, hier bestimmt wieder keine Frachten. Wir haben zu wenig Kunden, was? Die Werbebetriebe haben nicht Kunden, weisen sie Wohngebiete aus. Wieder zu viel Gewerbe ausgewiesen. Machen wir noch den alten Trick. Hallo. Schauen wir, was das bringt. Ich baue mir gerade einen ÖPNV auf. Oh, Müll! Stimmt, Müll? Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe doch früher noch davon erzählt. Ja. Müllhalde, oh, die muss ja auch hier irgendwo hin. Die kann man auch unendlich erweitern, ne? Quasi, ja. Wobei gar nicht, aber die können da, relativ groß werden, ja. Da, wo ich die hinbaue, kann ich die nicht so gut erweitern. Muss ich hier die Ecke eigentlich wegmachen? Nee, das ist scheiße da oben. Jetzt wird ja sogar extra der Wind eingeblendet, weil die so scheiße ist. Der muss hier rein einfach. Muss man links und rechts dann erweitern. Hilft dir nichts. Komm, was soll's hier in so ein mittleres Feld, oder? Dann ist davon Gewerbe und Industrie betroffen. So, das muss auf jeden Fall auf die. Alles, was ich auf die gegenüberliegende Straßenseite machen kann, muss dahin. Müllverbrennung, stimmt, das hast du gesagt. Da ist das dabei. Abladebereich. Alter, nehmen die ja wieder Platz ein. Aber nee, ich brauche ja nicht viele Abladebereiche dann, oder? Wenn ich die Verbrennung nee, so viel brauchst du nicht. Das Ding ist, die Verbrennung, die macht halt echt schmutzig, ne? Gut, ja, ich bin am Rand. Halt... Fuck, ey. So, oh, scheiße. Opfer bringen. Ich habe mir die Grundwasserkarte nicht angeschaut und natürlich meine Industrie wieder auf das größte Wassergebiet gebaut. Nicht schlau. Ah, das hatte ich am Anfang ja extra beachtet. Ja, ich habe einfach einen Wasserturm gesetzt und mir gedacht, ja okay, das wird wohl alles in Ordnung sein. War dann nicht ganz so. Oh, noch eins hin. Ja, da zur Not kann dann noch eins, okay. Aber erstmal Müll, wieder Play. War ich wieder der Schisser gerade. Ja, okay, im Umkreis natürlich erstmal unzufrieden. Komm, dafür kriegen die da unten auch einen Park. Sogar einen klassischen. Was haben wir denn da? Den habe ich immer gebaut damals. Park mit kleinen Brunnen, aber der gehört da nicht hin. Plaza. Nee, Natur. Bams. So, gehen wir mal alles durch da. Strom. Überschuss. Wecker trotzdem rum. Wasser, alles easy. Abwasser... Sieht immer noch gut aus. Nicht mal die Hälfte Durchsatz. Upgrade, wann das nächste? 30.000 Einwohner. Ui, das muss aber noch wachsen. Ein paar Kinder machen hier. Pro Tag geleerte Mülleimer nur 180 von 1.500. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Da brauche ich, glaube ich, mal ein paar Autos mehr. Garage für Müllwagen, genau. Warte, wie viel kostet die? Kann man ein bisschen was von machen. Ja, für die Sauberkeit müssen wir da, glaube ich, schon ein bisschen was drauflegen. Aber das ist ja vom letzten Tag, da hatten wir das Ganze ja noch gar nicht. Feuer, nichts niedergebrannt, 6 Tote pro Tag. Ja, ist wahrscheinlich noch der gleiche. Pro Tag Verbrechen ein. Keine Schulen, ja gut, jetzt geht's los, ne? Keine ja. Schulen, kein Verkehr. Was haben wir hier? Die Grundschule ist doch nicht so
teuer, ne? Wo machen wir jetzt hier das Bildungsviertel? Das kann hier oben schön rein. Das, da kann man auch erweitern. Kann man die Grundschule erweitern? Ja. Echt? Ein bisschen. Ja, so mit Klassenzimmern und so ein Kack. Ich pack die mal auf Verdacht hier hin, damit ich nur diesen Feld hier erweitere. Das sieht, glaube ich, ganz schön aus. Ja, kann... Oh, ja, da kann man ein bisschen was machen. Das wird, glaube ich, sogar knapp hier. Das ist bei dir auch. Bei Schulbus kann bestimmt gegenüber. Ne, hier, nice. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt pro Stunde nicht so viel verliere. Klassenzimmer... Ei. Ah, Klassenzimmer oben drauf. Kann reichen für die ersten. Das wird dann irgendwann ausgebaut. Ja, hier, Schule im Umkreis, zack, wird ausgebaut. Nice, da wachsen auch die Einwohnerzahlen fürs nächste Upgrade hier. Es geht nur ums Geschäft. Schulbushaltestelle. Ach, da kann ich jetzt durch die ganze Stadt klickern, oder? Ja, die setzt einfach überall, die steigern auch die, die Zufriedenheit extrem. Und Bibliothek kann man nicht ausbauen, oder? Nee, das ist so ein Ding, das baust du einmal und das ist dann weg. Dann kommt das nämlich, würde ich sagen, hier so hin. Oh, ja. Aber deine Stadt hat sich ja gut entwickelt. Ja, danke, danke. Das ist schon recht gut. So, ich würde sagen, gegenüber von der... Oder hier in der Schule direkt natürlich. Aber in welchem Umkreis muss man denn da wohl eine Haltestelle bauen? Irgendwann werden die anfangen rumzumeckern. Da kann man, glaube ich, ja gucken, wo die gebildeten Bürger sind und so, oder? Ja. Wobei, ich glaube, tendenziell ist es in dem Spiel so, dass die gebildeten Bürger da sind, wo die mehr verdienen. Also, dass das relativ eng miteinander zusammenhängt. Versucht ein bisschen zu verteilen, aber viel weiter nach unten müssen wir gar nicht. Ich würde eher, die hier können zwar eigentlich zu Fuß gehen, ja doch, gehen die auch. Die kriegen noch was. Bildungsabteilung in Didi's Beauty Palace. Kommt ja früh. Oh, man kann sogar mehr Bibliotheken aufbauen. Langsame Feuerwehr, das ist, ey, guck mal, ich habe Feuerwehr, Krankenhaus, Polizei, ne? Krankenhaus, Polizei, die kriegen die Zahl nicht auf 0 pro Tag, ne? Die Feuerwehr hat 0 niedergebrannte Gebäude pro Tag. Und der meckert mich an, dass die Feuerwehr langsam ist. Aber gut, vielleicht ist das präventiv. Ah, jetzt ist 1 niedergebrannt pro Tag. Okay. Oh, scheiße. Oh, beide dran. Kostet wieder ein bisschen was pro Monat. Da muss ich aufpassen. Jetzt langsam geht das richtig los mit den Kosten. Das macht der Strom, wie gesagt, immer noch im Überschuss. Sie sagt mir zwar auch Gebäude ohne Strom, aber ich hoffe gleich, wenn 24 Uhr ist, aktualisiert das alles mal so ein bisschen und das hängt wirklich einfach nur fehlerhaft hinterher. Oh, Polizei meckert auch rum. Alles will ausgebaut werden. Komm, ist das eine Gefängniszelle oben drauf? Jawohl, Platz sparen, das ist wichtig. Ey, ohne Mist, es macht mir richtig Spaß, egal ob die Stadt jetzt hier der volle Ranz wird und sich das alles als falsch herausstellt oder nicht, es gefällt mir einfach. Nee, ist toll, ist nicht schlecht. Also. Auf jeden Fall, also wahrscheinlich wirklich zu großzügig von mir gebaut, mal gucken, wie das dann hinten raus aussieht, aber ich klicke mir hier ganz kurz einen Standort für Großprojekt, was kann man denn da machen? Eine Solaranlage, internationaler Flughafen, Raumfahrtzentrum oder Arkologie? So, was ist denn die Vorteile? Solaranlage. Ne, erstmal hier weiter scheffeln. Strom als einziger Vorteil. Touristen und nimmt Lieferungen entgegen, Flughafen. Touristen und Bildung, Raumfahrtzentrum. Arbeiter, Kunden, Schüler, Arkologie. Na, müssen wir gucken. Ich würde schon sagen, dass man sich ja danach richten könnte eigentlich. Was es einem für Vorteile bringt. Spezialisierung? Was habe ich denn jetzt hier? Ne, hier Heimatstadt. Was ist unter Spezialisierung? Ach ja, unter Spezialisierung kommt dann wieder. Oh ja, da geht's dann los, wenn es ums Großprojekt geht. Kultur, Glücksspiel. Ne, ich bin sonst immer auf Tourismus gegangen. Das ist, glaube ich, auch einfachste. Ja, das ist mega. Also das ist total... Was will er denn? Müll ist... Ich entleere alle Mülleimer pro Tag. Wie gut ist das denn? Der Durchsatz hier von meinem Werk immer noch nicht bei der Hälfte. Überschuss an Strom und Wasser.
Polizei, kein Verbrecher pro Tag, 2 Tote pro Tag, nur noch ein niedergebranntes Gebäude pro Tag. Wenn ich jetzt die Bildung rechtzeitig hinkriege, dann ist das ein guter Weg. Und ich bin ja dabei. Aber solange, kann ich irgendwie eine Schülergrafik angucken? Weil ich will jetzt nicht alles unnötig erweitern. Habe ich wahrscheinlich sowieso schon. Oder präventiv, das zeigen ja die guten Zahlen. Gute Industrie entwickelt sich schon. Aber ich muss halt wirklich aufpassen hier, dass ich nicht zu viel baue und nebenbei noch ein bisschen Geld schiffle. Was habe ich hier? Buskarte. Ja, okay, die gibt's noch nicht. Das ist halt nicht für Schulbus. Was ist los? Meine Pumpstation fürs Wasser liegt sehr unpraktisch. Aha. Gelinde gesagt. Mittendrin oder was? Ey, wieso kann ich denn da keine Straßen bauen? So, Boys, könnt ihr direkt umbauen hier. Ist wieder das übliche Prinzip, Park hin und los geht's, aber hier ein Teich, oder? Nur ein Gebäude mit wegmachen am besten. Hier. Ah. Die Parks verhindern dann natürlich auch größere Gebäude, aber da bauen sie schon und das unterschätzt man, glaube ich. Erstmal wird die Zahl jetzt weniger an Bewohnern, aber wenn diese großen Gebäude erstmal da sind, dann steigen die sowas von. Technologiekarte, Industriegebiet ist interessant. Ne, nicht so. Hightech ist noch nicht da. Ja, das dauert auch ein bisschen. Gewerbegebiet, Kundentouristen, Geld. Geld ist wieder Geld. Ja, hallo. Was ist das hier? Wohnungsgebiet, Zufriedenheit und Geld. Uiuiui, da haben wir gut Geld am Start teilweise. Hier oben das Bildungsviertel, wirklich nur Arbeiterparks, Bildung, bisschen Läden in der Mitte. Sind das auch... Oh, ganz schön großer Leck. Ja, das sind auch die mit dem meisten Geld da oben. Nee, nicht mit dem meisten. Oh, ja, da unten an der Industrie ist sogar noch besser. Die Gewerbegebiete sind da oben nicht ganz so gut aufgehoben. Das muss ich vielleicht perspektivisch auch mal ändern dann. Alter, dieser Filter umstellen, das ist in der übelsten, dauert der übelst lange, wenn ich das anklicke. Wasser ist eigentlich nur mega sauber, gut, unten links natürlich nicht. Abwasser. Zeigt mir gar nichts an, auch gut. Aber ich habe immer noch nicht diese Schülerkarte, warte, Bevölkerung. Zu Hause, aber Schülerstudenten, das ist da lila. Ja, es geht los, es müssen noch mehr werden. Zu Hause, Kunden, oh, da sind, what? Im Privatgebäude so viele Kunden. Touristen nichts. Obdachlose. Ist da was los? Sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Das ist voll gut. Ach, hier die Blauen. Das sind hier die Kunden. Okay. Krass, wie die hier rumgehen. Gleich ist Feierabend. Da geht hier der Stapel an Kunden runter. Das ist schon gut simuliert eigentlich. So, Zufriedenheitskarte. Sind die Industriegebäude einfach nur standardweise orange? Ich glaube schon. Wie, wo orange? Oh, Alter, die Gebäudedichte. Ja, ich weiß, wo... Okay. Ich weiß, wo ich noch so großzügig bin. Ach, hier und allein Straßen-Upgrades bringen ja dann was, oder? Ja. So, da muss auf jeden Fall noch was hin. Hast du schon ein Solarkraftwerk oder sowas? Nee, leider noch nicht. Weil ich jetzt gerade von Wind auf Solarenergie umsteige. Nice. Das ist voll gut, dann kann ich dir das abkaufen. Ja, das liegt vor allen Dingen daran, weil mein Windpark halt mega eingeschränkt ist vom Ausbau her. Ja, den kann ich tatsächlich ein bisschen vorantreiben, also muss ich dir dann auch wirklich nicht viel abkaufen oder so. Was sagt denn hier die Feuerwehr eigentlich? Oh ja! Hallo Bürgermeister, mein Freund und ich würden alle gerne eine Feuerwerksshow für alle organisieren. Wie, die Sicherheit? Es mag zum einen oder anderen in Brand kommen, aber keine Sorge. Auf geht's, wir haben doch eine Feuerwache, also können wir es schaffen. Dieser Auftrag wird auf jeden Fall Brände verursachen. Spiel mit dem Feuer, Belohnung 50.000. Ja, komm, bin ich mal geil.